zu einer brandneuen Serie. Prepare for a powerful Pentecost. Mach dich bereit für eine mächtige Pfingsten. 2020, eine ganz neue Ära, Jahrzehnt hat geöffnet und wir erwarten nicht nur, dass wir feiern Pentecost in der Vergangenheit, aber wirklich eine buchstäbliche, globale, mächtige Ausgießung der Kraft des Heiligen Geistes von der Höhe, derselbe Kraft, die der Heilige Geist, der Jesus gesalbt hat für seinen mächtigen Dienst. Er ist der Gesalbte, wir sind das Leib der Gesalbte. Und die Bibel sagt in Haggai, dass die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses wird größer als die früheren. Und die erste Gemeinde, 120 Leute in einer Stadt, Jerusalem, 120, die gerade erlebt hat, das Kreuzigung, die Auferstehung, bong, bong, die mächtigsten Ereignisse der Geschichte, jetzt warteten sie einmütig im Gebet für diese Kraft, um Zeugen zu sein und diese wirklich Botschaft, Evangelium des Königreiches voranzubringen. Und jetzt, wir leben in der Zeit, wo weltweit die Gemeinde erwartet diese Ausgießung auf alles Fleisch in alle Länder der Welt, damit wir die Marsch der Geschichte, damit wir diese Kraft, um ein Zeugen für Jesus zu sein, in unseren Tagen, die Ende der Endzeit, gerade ehe der größer und furchtbarer Tag des Herrn kommt, ist immer noch diese Ausgießungen. Und so, wir strecken uns in deutschsprachigen Raum Europas aus für Kraft, für uns das Werk zu vollenden, die Jesus uns gegeben hat. Wow. Man, Halleluja. Das klingt gut. Und so mit dieser neuen Serie fangen wir in Psalm 68 an. Und in Psalm 68 geht es um einen Marsch. Gott ist auf dem Vormarsch. Es geht vorwärts. Die Geschichte geht vorwärts. Ein Marsch hat einen Anfang und ein Marsch hat ein Ziel. Und so in diesem Marsch, der Marsch begann, sie haben die Bundeslade auf den Schultern genommen und sie haben ausgerufen, es Gott steht auf und seine Feinde werden zerstreut. Es gibt Mächten, die diesem Vorwärtsgehen des Reiches Gottes widerstehen, aber das ist alles vergeblich. Gott geht voran mit seinem Volk. Und es heißt deswegen, die Feinde werden zerstreut, aber die Gerechten werden sich freuen. Wir sind auf diesem Marsch und wir freuen uns, weil Gott in unserer Mitte ist, weil die Gegenwart Gottes vor uns ist. Wir freuen und jauchzen und jubeln vor seinem Angesicht. Und die haben die Bundeslade unter ihnen gehabt. Die Bundeslade sprach einmal von dem Thron Gottes. Das war der Ort, wo Gott gethront hatte, wo Gottes Herrschaft sichtbar gemacht war. Und es war der Ort des vollbrachten Werkes, wo das Blut, die Bundeslade, diesen Gnadenstuhl besprengt hatte. Der Gnadenstuhl unter Gottes Volk. Wow. Wir stehen vor dem Thron der Gnade, der Ort, wo völlige Barmherzigkeit und Gnade auf dem Thron sitzt. Und so, wenn das nicht ein Grund ist, uns zu freuen, dann weiß ich nicht, was ist. Aber wir freuen uns vor dem Angesicht Gottes. Oh. Und es heißt hier, deswegen singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Ja, der Herr ist sein Name und jubelt vor ihm. Wow.
Das ist, was wir machen. Wir jubeln vor dem Herrn. Wir kommen vor sein Angesicht. Wir erheben ihn. Und es bricht in Jubel aus in diesem Marsch. Ist das nicht gewaltig? Gewaltig. Wow. Und das ist, was geschieht, wenn Gott wirklich mitten unter seinem Volk ist, wenn wir wirklich in diese Geschichte, und jetzt geht's weiter in Vers 8. Gott, als du aussogst von vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die Wüste. So, das ist ein Marsch von Mose durch die Wüste. Dann wir werden sehen, in das verheißene Land. Dann wir sehen, es geht bis alle Königreiche dieser Welt wirklich verwandelt werden, und das König der Könige setzt seine Königherrschaft aus über die ganze Welt. Hey, wir sind in einem Marsch von der Wüste zu Fruchtbarkeit, was bedeutet ein Durchbruch, und zu Siegen. Und so, als Gott auszog vor seinem Volk, bebte die Erde, auch traf der Himmel vor Gott, reichlich Regen gießt du aus, Gott, dein Erbland, wenn es ermattet war, hast du selbst es wiederhergestellt. Deine Schar ist darin sesshaft geworden. Du sorgst in deiner Güte für den elenden Gott. Wow. Ich liebe das. Gott marschiert voran. Gott ist der Durchbrecher. Er geht durch die Tür, und wir eröffnet den Weg. Und so, wenn wir heben seine Gegenwart, wenn wir singen und spielen und freuen für ihn und gehen voran, die Feinde fliehen, sie können nicht mehr zusammenhalten. Und das geschieht in unseren Tagen. Wow. Deswegen ermutigen wir uns. Bleib dran, diese gewaltige Gegenwart Gottes und uns zur Berufung als König und Priester zu singen. Und was geschah? Gott gieß aus einen mächtigen Regen, einen gewaltigen Wasserstrom in der Wüste, und er hat sein Mathe Volk, er hat das wirklich aufgeblüht und wiederhergestellt. Wiederhergestellt bedeutet, die Gemeinde in diese Tage wird voll verändert. Ich glaube nicht, es wird aussehen wie vorher. Es wird wirklich neue Weinschläuche hervorkommen. Wir werden in die ursprüngliche Pläne Gottes mit allen menschlichen Methoden und alles pfeifen, und es wird gehen über Jesus und über die grundlegende Wahrheiten, die er uns gegeben hat. Auf jeden Fall, Gott gießt aus einen mächtigen Regen. Und dort ist Gottes Volk sesshaft, und dort versorgt er in seine Güte. Wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott thront, wo das Blut des Bundes ist, ist alle Versorgung. Wenn Gott bewegt sich, die Wolke der Herrlichkeit bewegt sich, das Feuersäule bewegt sich, das Fels, wo das Wasserstrom bewegt sich, die ganze Lage bewegt sich. So, wir sind in Bewegung. Und wenn wir erheben Gott, die Feinde werden fliehen. Die Feinde fliehen. Und so, es ist so wichtig, das ist, wonach wir uns sehnen. Reichlicher Regen. Dieser Pfingsttag, wo alle Dürre wird wieder blühen, wieder hervorkommen, die schwachen Hände wieder erheben, die wirklichen müde Beine wieder zum Laufen gebracht. Wir brauchen das Feuer, wir brauchen dieses Wasser des Lebens. Und so, das ist der Ort, nach der Aufstieg Jesus in die Herrlichkeit gießt er diese Regen aus, und so, wir bereiten uns vor, marschieren mit dieser Regen, werden neue Kraft zu blühen, fruchtbar zu sein. Und hier sagt es dann weiter: Der Herr erlässt einen Ausspruch, Siegesboten, eine große Schar. Wow. Die Könige der Herren fliehen, sie fliehen, und auf der Stätte des Hauses verteilt man Beute. Okay, hier möchte ich nur kurz sagen, der Herr gibt das Wort.
Der Herr blast die Trompete, Angriff, Amen. Vorstoß. Und das Wort ist Matthäus 28, geht hin in alle Welt und macht Jünger, alle Nationen zu Jünger, lehrt sie alles. Das ist das Angriffstrompete. Und er hat nie den Rückzug geblasen. Wir gehen marschieren weiter. Und wir marschieren und dann eine große Schar von Prediger, eine große Schar von Siegesboten werden ausgesandt. Männer und Frauen, die das Wort mit Kühnheit und eingeschränkter Freiheit sprechen werden. Das Evangelium des Königreichs, das ist mein ernsthaftes Gebet für mein Leben, für Mike und für die deutschsprachige Raum. Eine Schar von Prediger, eine Schar von Evangelisten, eine Schar von Leuten, die Gottes Wort wirklich verkündigen und wirklich die Auferstehung des Herrn bekannt machen und wirklich überall, das wird sich geschehen. Und wenn wir das tun, Könige der Herren fliehen, sie fliehen. Das spricht von das verheißene Land, Stadt für Stadt. Die Könige der Herren sind gebrochen und machen Bahn. Wow. Hey, steh auf, Gemeinde Jesus. Das ist unsere letzte Stunde, die große Finale. Vielleicht kostet das uns unser Leben. Das wissen wir alles nicht. Aber lass uns vorbereiten für eine mächtige, globale Ausgießung des Heiligen Geistes. Wow. Ja, und das machen wir. Hier spricht es von den Umzügen Gottes, die vorangehen. Die Umzüge des Königs in das Heiligtum. Und sie werden begleitet von dem ganzen Volk. Preist Gott in Versammlungen den Herrn, die er aus dem Quell Israel seid. Oder wie es in der Passion-Übersetzung heißt, der Herr des Brunnens, der Herr des Brunnens des Lebens, der Herr des Brunnens Israel. Israel ist der Verwalter dieser herrlichen Brunnen. Und so ist das Volk Gottes. Wir sind Verwalter von dem Brunnen des Lebens. Wir tragen die Bundeslade. Wir tragen die Gegenwart Gottes. Und die ganze Versammlungen sind eingestiegen in diesem Lobpreis und in diesem Umzug mit Herrlichkeit und mit Pracht. Und das heißt, da sind Benjamin, die Jüngsten, die Jugend sind dabei. Yeah. Halleluja. Weil wir glauben, dass Gott wirklich eine ganze Generation vorbereitet für das, was er tun will. Deswegen heißt es, die Jüngste, ihr Herrscher, die Obersten Judas, diese Prinzen oder Fürsten des Lobpreises, ihre lärmende Menge, von Jude, die Obersten von Zebulun, die Obersten Naphtalis. Wir sind die Reife, die 55 plus Generation ist auch dabei. Die Menschen, die wirklich durch die Kämpfe gegangen sind, die haben sich bewährt. Und diese gemeinsame Stimme wird erhoben im Lobpreis auf diesem Umzug, auf diesem Marsch. Wir gehen in die Richtung, wo der Herr über die ganze Erde herrscht. Das ist die Absicht dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Und dann in dieser Prozession, in dieser Versammlungen, hier ist, was sie alle schreien. Und hier ist unser wirklicher Schrei. Und biete Gott deine Macht, Gottes Macht, die du für uns gewirkt hast. Und hier, das ist so eine, das kann bedeuten, dein Gott hat Kraft für dich ausgesandt. Oder
es ist auch ein Ruf, wie diese alte Lied, die wir gesungen haben, biete deine Macht auf, Herr, zeig deine Kraft, wie du es zuvor getan hast. Sag es nochmals. Biete deine Macht auf, Herr, zeig deine Kraft, wie du es zuvor getan hast. Und das bedeutet, Herr, du hast deinen Geist ausgegossen in der Frühgemeinde. Du hast deinen Geist immer wieder in der Geschichte ausgegossen. Herr, du hast deinen Geist bei der Reformation wirklich eine Tür geöffnet. Herr, du hast deinen Geist in Azusa 1900 eine weltweite Tür für die Kraft des für Pfingsten. Und dadurch ist eine Menge in die letzten 120 Jahre geschehen. Und hier stehen wir heute, tu es nochmals, tu es wieder. Herr, wir sind dürr, wir sind matt, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Kraft. Biete deine Macht auf, Herr. Und das ist unser Schrei in dieser Endzeit, in dieser Marsch der Geschichte. Hey, wir wollen als eine Generation unsere jungen Männer Visionen, unsere greisen Leute Träume, unsere Mägde und Knechte, Männer und Frauen, alle erfüllt sein und bekleidet sein, die Werke Jesus zu tun, zum Ende der Erde und wir, besonders in Europa. Wir brauchen Gottes Kraft. So, lass uns beten zum Schluss. Lass uns unser Herzen vereinen und wirklich vor Gott stehen in großer Vorbereitung und großer Hoffnung, dass das ist, was Gott versprochen hat für diese Tage. Halleluja. Vater, wir danken dir für eine Ausgießung des Heiligen Geistes in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Herr, wir bereiten uns vor. Herr, mit Lobpreis, mit Gebet, mit Sehnsucht nach deiner Gegenwart und auch mit einem Glauben, Herr, mit einer Vision. Herr, dass das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt wird, auf dem ganzen Erdkreis, und das schließt Deutschland, deutschsprachigen Raum ein. Und Herr, wir können das ohne den wunderbaren Heiligen Geist nicht tun, müssen wir auch nicht. Und Herr, wir glauben, das ist auf deinem Herzen in dieser Zeit. Herr, wir öffnen den Weg für dich, für den König der Herrlichkeit, dass du kommst mit Macht und Herrlichkeit in unsere Mitte. Und wir wollen diese Trompete erschallen lassen in dem ganzen Land. In Jesu Namen. Amen. Biete deine Macht auf, Herr. Zeig deine Kraft, wie du zuvor getan. Biete deine Macht auf, Herr. Zeig deine Kraft, wie du zuvor getan.